oder sonstiges. Das heißt, ich würde sagen, das ist eine Sache, die man als Diplomat ganz klar, das ist das Erste, worauf man sich einlässt, ist herauszufinden, was ist dran, was stimmt und was kann nicht stimmen. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit Milosevic in Belgrad in irgendeiner Situation vorher, wo er mir halt erzählt hat, wie unschuldig die Serben sind an der Tragödie in Bosnien und so weiter. Und wo ich ihm dann gesagt habe, was ist ja auch Herr Präsident, wir sind vom selben Stamm, ja, weil ich bin als Slowenier aus Südkärnten. Und da hat er dann gelacht, ja, weil er gemerkt hat, dass er mit mir nicht so reden kann und mich irgendwo manipulieren kann mit seiner Geschichte. Aber der Versuch ist natürlich immer da. Man ist doch selbst nicht davor gefeit. Man glaubt, dass man selbst nur der einzige Objektive ist und alles andere ist schlecht. Stimmt nicht. Natürlich hat jeder seine eigene Position. Es kommt immer darauf an, wie man sie artikuliert und wie man sie argumentiert und wie die Fakten dazu passen oder eben nicht dazu passen. Und jetzt will ich Ihnen eine Sache sagen zum Annex B, den Herr Hofbauer angesprochen hat, also der militärische Teil. Der militärische Teil wurde nicht verhandelt. Ja? Wissen Sie warum? Weil der militärische Teil nur mit der gesetzlich verankerten Regierung verhandelt wird. Und das ist Belgrad und nicht mit den Kosovo-Albanern. Das ist der Irrtum, wenn man glaubt, dass der militärische Teil in irgendeiner Weise verhandelt worden ist. Der militärische Teil setzt sich zusammen aus ganz klaren Parametern. Und ich kann Ihnen noch ein nicht so großes Geheimnis verraten. Die Formulierungen, zum Teil, die jetzt auch der Hofbauer verwendet hat, aus dem sogenannten Annex B, die stammen alle nahezu wortwörtlich aus dem Dayton-Vertrag, den Milosevic 1995 unterschrieben hat. Und die Forschung geht sogar so weit, dass ein serbischer Historiker, also ein Belgrad ist oder woanders, gesagt hat, eigentlich formal gesehen hätte Milosevic oder die jugoslawische Seite den militärischen Teil gar nicht mehr unterschreiben müssen, weil genau dieselben Bestimmungen, ganz Jugoslawien, wie Herr Hofbauer gesagt hat, was heißt das jetzt? Das heißt nicht, dass die NATO ganz Jugoslawien besetzt. Ja? Da kann man sich vorstellen, dass das weder Italien noch Deutschland noch irgendein europäischer Staat zugelassen hätte. Und so noch wichtiger ist, wir vergessen heute, wo wir so etwas wie einen neuen Kalten Krieg haben, mit einer sehr starken antirussischen Tendenz, dass 1999 Russland voll dabei war bei den Friedensbemühungen und dass Russland nach dem riesengroße Niederlage für Russland und für Europa, die NATO-Intervention, dass Russland nach der NATO-Intervention die erste Militärmacht war, die in Kosovo angekommen ist, am Flughafen in Pristina. Ja? Das heißt, Russland damals und Russland heute ist unvergleichbar. Der russische Verhandler Boris Majorski, wir waren drei Verhandler, ein Amerikaner, ein Europäer und ein Russe. Der russische Verhandler Boris Majorski war natürlich in all den Dingen total informiert. Es kann keine Intransparenz geben. Man kann an diesen drei Verhandlern nichts vorbeischummeln, sozusagen. Wo Majorski sozusagen sich passiv verhalten hat, das war beim militärischen Teil. Nachdem der aber ohnehin nicht Teil der Verhandler, der Verhandlungen gewesen ist, die von uns drei geführt worden ist, war das für ihn kein Problem. Ja? Das heißt also, diese Dinge sind sehr wichtig, dass man diese Unterschiede einfach sieht. Und dann noch vielleicht eine Geschichte, die ich noch dazu sagen möchte. Diese Vorstellung, dass die Amerikaner diesen Krieg schon von vornherein geplant haben, ist von den Tatsachen, mit den Tatsachen zu widerlegen. Ich sage Ihnen, warum ich das sage. Ich bin kein Freund des amerikanischen Militarismus. Der Erste, der gesagt hat, die Verhandlungen werden wohl scheitern, dann in Paris, waren die Franzosen. Und die haben den ersten Hinweis darauf gegeben, dass wohl jetzt die NATO übernehmen wird.
was für mich schockierend, weil Frankreich über 100 Jahre ein enger Alliierter Serbiens immer gewesen ist. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg. Was müsste sich die serbische Politik damals gefragt haben, 1999? Was ist da passiert, dass uns ein solcher Alliierter wegbricht? Ja, das sind natürlich, wir kommen jetzt in Bereiche hinein, wo es wirklich an die Substanz geht. Welche Außenpolitik, welche Politik betreibt eine Regierung eines relativ kleinen Staates? Obwohl man bedenken muss, dass Serbien heute noch nach wie vor das größte Land Ex-Jugoslawiens ist. Das entscheidendste Land, und nur ein Frieden dort nur möglich sein wird, wenn Serbien eingegliedert wird in ein kooperatives Verhältnis mit Kroatien, mit Slowenien, mit Mazedonien und so weiter und so fort und natürlich mit der Europäischen Union, mit den entsprechenden, mit der entsprechenden Unterstützung auch durch Moskau und durch Washington. Das muss man sich vor Augen führen, ansonsten wird diese Geschichte, und das ist eine Lehre, glaube ich, die wir auch daraus ziehen, sollte nicht gehen. Und jetzt lese ich nur noch vor den Brief, den der Verhandlungschef der serbischen Seite, Ratko Marković, geschrieben hat. Ja, weil gesagt wird, der Hofbauzüger hat gesagt, das waren so Pseudo-Verhandlungen. Und er schreibt auf Englisch an den Christopher Hill, Wolfgang Petrich, Boris Majorski: The delegation of the government of the Republic of Serbia wishes to emphasize that major progress has been achieved in the talks in Rambouillet. Ja? Und er schreibt weiter unten, the Federal Republic of Yugoslavia agreed to discuss the scope and character of international presence in COSMET to implement the agreement to be accepted in Rambouillet. Das heißt, die haben in Kenntnis des gesamten Vertrages, wie er auch in dem Buch hier von mir veröffentlicht worden ist, mit all den Dokumenten, und das ist ein Buch, das auf Serbisch erschienen ist, Dugi Buturat, Kosovo i Međunarodna Zajednica. Da sind diese Dokumente abgedruckt, die sind erschienen 2000, weil ich wollte und immer noch möchte, dass die Menschen verstehen, was tatsächlich passiert ist. Weil es so eine ernste Sache ist, dass man nicht darüber einfach sich irgendwie hinwegschwindeln kann. Und mir ist das größte Anliegen, den Menschen, den zukünftigen Generationen zu erklären, wie eine Politik schiefgehen kann für ein Volk, das über Jahrhunderte eine ganz entscheidende Rolle am Balkan gespielt hat. Und ich sage eines dazu, das ist halt die Politik, die entweder was zusammenbringt oder eben nichts zusammenbringt oder zum Schaden des eigenen Volkes etwas zustande bringt. Das muss man herausstellen, das ist ganz wichtig. Es ist so, dass die Verantwortung und die Mitverantwortung aller, die eine entscheidende politische Position haben, wichtig ist. Die muss man auch, da muss man auch diese Verantwortung einfordern. Wenn man sagt, dass die illegale NATO-Intervention, und ich betone noch einmal, sie war völkerrechtlich illegal, aber sie ist passiert, da frage ich mich, warum ist sie passiert? Und dann gibt es dazu eine amerikanische Seite, eine europäische, aber es gibt dazu auch eine serbische Seite. Und diese Verantwortung für die serbische Seite muss einfach auch als solche erkannt werden. Wenn man denkt, ja, dass Serbien heute reduziert ist, das ist die wirklich große Tragödie Europas am Ende des 20. Jahrhunderts. Dass ein Staat wie Jugoslawien zerstört worden ist, der von innen heraus zerstört worden ist, von Ljubljana bis hinunter über Sarajevo, ich weiß nicht wohin, natürlich nach Belgrad. Belgrad hat eine wichtige Rolle, weil Belgrad die Hauptstadt des größten Volkes Ex-Jugoslawiens ist. Und es hat damit auch die größte Verantwortung für das, was passiert ist, aber auch für die Zukunft. Ich habe das vor kurzem wieder mit Präsident Vucic besprochen, der das genauso sieht, der, wie Sie vielleicht wissen, damals in
in der Zeit Informationsminister gewesen ist. Ja? Und jetzt sage ich Ihnen ganz zum Schluss noch eines. Es ist vor ein paar Jahren Vuk Drašković, den Sie vielleicht kennen, einzelne von uns, ja? Ein berühmter serbischer Schriftsteller, der auch Politiker gewesen ist. Ja? Der war in der letzten Regierung von Milošević Vizepremierminister. Einige Jahre später hat man ihn in einem Interview gefragt, was bereut Sie aus Ihrer politischen Tätigkeit am meisten? Wissen Sie, was er gesagt hat? Dass wir Rambouillet nicht unterschrieben haben. Ja, also Sie haben es jetzt wieder eigentlich dankenswerterweise erwähnt und beharren darauf, dass Jugoslawien, also die Bundesrepublik, von innen heraus zerstört worden ist, von Ljubljana bis in den Süden. Und die Verantwortung dieser Politiker ist gegeben. Und niemand würde abstreiten, dass da nicht extreme Fehler passiert sind. Aber ich springe jetzt nur so nach Spanien und denke mir, was wäre, wenn die Franzosen im Fall der katalonischen Unabhängigkeit vielleicht noch unterstützt von den Amerikanern sich auf die Position, die die ÖVP, die Amerikaner, die Europäische Union im Falle der Fliehkräfte Jugoslawiens eingenommen haben, begeben würde. Ja? Spanien würde in Nu zerfallen und nicht nur in Katalonien. Also der externe Faktor ist die dynamisierende Kraft. Ja? Da beharre ich drauf. Und natürlich sind die, die am Ende... Natürlich sind die, die am externen Faktor mitarbeiten, und sei es auch nur am kleinen diplomatischen und nicht am großen militärischen Rädchen, dafür verantwortlich, mitverantwortlich. Das kann man ihnen leider nicht nehmen. Ich will noch was zu dem Brief des serbischen Delegationsleiters sagen. Wenn Sie mir den jetzt so vorlesen, unterstreicht es von meiner Weltsicht, aber wir sind offensichtlich unterschiedlicher Weltsichten, die Verzweiflung eigentlich, wie stark die am Boden waren. Die wollten einfach diese in der Activation Order schon angedrohte am 30. August 1995 gegen serbische Pale bereits NATO erster Out of Areas Einsatz war ja 30. August 1995 als Antwort eines zwei Tage zuvor nicht wirklich vom Täter her nicht identifizierten Anschlags auf Makale 2, also auf dem Marktplatz in Sarajevo. Die wollten einfach, die sahen, was auf sie zukommt und haben halt verzweifelt versucht, das abzuwenden. Russland war am Boden, also das hat ihnen natürlich, das hat der NATO sehr geholfen, also da war ein besoffener Präsident, dessen Außenminister durch historischen Zufall am 24.03. in der Maschine nach Washington auf offiziellen Staatsbesuch geflogen ist und der in der Maschine gehört hat, dass die NATO bereits bombardiert und ist umgedreht und das hat zu einer diplomatischen Verstimmung geführt, also kann man sich vorstellen. Also insofern ist für mich der Brief, den der serbische Delegationsleiter geschrieben hat, nicht Ausdruck der serbischen Verantwortung, sondern der externen Verantwortungslosigkeit. Also ich muss sagen, dass natürlich die serbische Delegation die professionellste Verhandlungsdelegation gegeben war, die ich kennengelernt habe. Im Vergleich dazu waren die Kosovo-Albaner, die wirklich aus den Wäldern gekommen sind zum Teil, ja, wo der Rugova völlig weggetreten war, wo im Übrigen Adem Demaci, der wollte nicht hinkommen. Und natürlich war es von vornherein was klar, dass irgendwo der sogenannte Präsident Kosovos, Rugova, der Leiter der Delegation sein wird. Es war aber dann, und das war eigentlich ein glücklicher Zufall, der Chef der UCK, der da die Verhandlungen geführt hat und der dann unterschreiben musste die Auflösung seiner eigenen Organisation, der UCK. Und da haben sich Szenen abgespielt in Rambouillet, als der junge, 29-jährige, völlig unerfahrene Kosovo-Albaner realisiert hat, worauf er sich da eingelassen hat. Das war mit ein Grund, warum dann die Verhandlungen auf 3 Wochen unterbrochen werden sollen, weil bereits die Jugos gesagt haben, wer hat gesagt, wir brauchen da mehr Zeit, um uns das Ganze durchzuüberlegen. Dann hat das auch noch die kosovo-albanische Seite gesagt, okay, machen wir das. Und was dann passiert ist, nach dem Brief, den ich jetzt hier zitiert habe, und als wir uns dann wieder in
Paris zur Unterschrift getroffen haben. Das ist das Interessante natürlich. Wenn die gesamte Delegation sagt, okay, bisher ist es ganz gut gegangen, eine gute Stimmung ist gewesen, ist okay, konstruktiv, wir erklären uns bereit, nach der Rückkehr das da weiterzumachen und zu unterschreiben. Ja? Was ist da in Belgrad passiert? Ich kann nur auch nur vermuten, und ich weiß das, wir haben wenige Stunden vor Beginn der NATO-Intervention, hat es einen letzten verzweifelten Versuch der Verhandler gegeben, mit Milosevic direkt zu sprechen. Wir sind nach Belgrad geflogen und haben Milosevic in Berlin vorgetroffen. Ja? Und ich kann mich erinnern, wir waren der Russe, der Amerikaner und ich, und wir haben uns immer abgelöst, wer das Gespräch also beginnt von den dreien, das war also, ja. Und ich habe damit begonnen, dass ich gesagt habe, Herr Präsident, ich war gestern in Paris bei Peter Handke und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass wir müssen gemeinsam die NATO verhindern. Milosevic hat mich irgendwie angeschaut und ist wortlos darüber hinweggegangen. Die Amerikaner, die noch nie von Handke gehört haben, oder der Russe wahrscheinlich auch noch nicht, die haben nicht gewusst, worüber redet der Petritsch da, hat er völlig durchgedreht. Ja? Jetzt haben wir das schon gesagt. Das, natürlich, das war klar, dass der beste Freund, den Milosevic jemals hatte im Westen, der Peter Handke, ja, der zwar kein politischer Kopf ist, der aber das Herz am rechten Fleck hat, ja, dass der sozusagen, und da hat man natürlich schon gemerkt, Milosevic hat bereits abgeschlossen gehabt. Und dann hat es noch einen letzten Versuch des russischen Verhandlers gegeben. Herr Majorski hat gesagt, Herr Präsident, das war völlig unabgesprochen mit den zwei anderen, was würden Sie sagen, wenn wir alles noch einmal von vorne beginnen würden zu verhandeln? Jetzt würde man meinen, okay, da muss jemand sagen, na gehen wir es an. Milosevic hat gezeigt, dass ihn das alles nicht mehr interessiert. Er war derjenige, der die Verhandlungen einem Russen gegenüber nicht mehr aufnehmen wollte. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Warum nicht? Das sind zu viele Fragen. Es liegt, die erste Wortmeldung war ganz hinten schon. So die erste, es sind sehr viele jetzt. Aber recht kurz bitte halten. Ja. Kurz halten, vielleicht nehmen wir zwei, drei Wortmeldungen auf. Ganz kurze Frage von Dr. Wolfgang Petisch. Alle Daten und Fakten wissen schon, das ist alte Propaganda. Wissen Sie, wann war die erste Kriegsverbrecher in der Ex-Jugoslawien? Ich habe jetzt diese Prüfungsfrage nicht verstanden. Wann war die in Ex-Jugoslawien erste Kriegsverbrecher, also wann war die erste Morde in Ex-Jugoslawien? Die Kriegsverbrecher. Ja. Sorgen, in Slowenien 32 wehrlose Soldaten haben slowenische Freischaffung getötet. Dankeschön. Wenn die Politik versagt, dann müssen die jungen Menschen sterben. Oder sie müssen wie jetzt, immer noch 20 Jahre nach dem Ende des Krieges, finden sie keine wirtschaftlichen Möglichkeiten vor, sondern müssen nach Wien kommen. Und Wien wird demnächst die größte serbische Stadt sein, worauf ich sehr stolz bin. Aber diese jungen Menschen gehen allen ab, um die eigenen Staaten, Serbien, Bosnien, um es immer wieder aufzubauen. Das ist leider das Resultat dieser verfehlten Politik. Noch eine Frage an Herrn Petritsch. Ich möchte mich gerne an das letzte Jahr erinnern zur Hofbesprechung von Hashim Thaçi. Wie kann es sein, dass Sie in aller Öffentlichkeit diese Person als Ihren Freund bezeichnet. Wir sammeln zwei, drei Fragen bitte. Ja. Ich war halt für den Mittag. Heuer das 40. Jahr FSG, Mitglied kleiner Funktionär und der Sozialdemokrat, deshalb auch, weil ich ein Kreisgekind bin. Der wurde zuerst zitiert. Es ist mir deshalb wichtig, das zu erwähnen, weil ich eigentlich zuerst einmal ein Dankeschön aussprechen möchte beim Dr. Petritsch
er war ja doch eben maßgeblich an diesen Verhandlungen beteiligt und auch das Ergebnis, das wir ja zuerst gehört haben, wie das Ergebnis ausgesehen hat und dann nicht auch den Beweis erbracht, dass die EU vieles ist, aber sicherlich keine Friedensunion. Da ist ihm einmal Dank dafür auszusprechen, dass er diesen Beweis erbracht hat, da mitgeholfen hat. Aber ich möchte auch etwas anderes sagen. Ich glaube, wir alle haben ein Gewissen und ich möchte es jetzt nur als normaler Mensch wiedergeben, wenn man der alten Nachbarin nicht hilft, die vollen Einkaufssäcke aufzutragen, wenn man seilig hat und einen Verwandten eine Woche nicht besucht, dann plagt einen das Gewissen. Ich würde schon ganz gerne von Ihnen einen Lebensstil behalten, wie man eigentlich mit den Konsequenzen, für die man hauptverantwortlich ist, die dieser Krieg mit sich gebracht hat, wie man mit so etwas leben kann. Okay, zwei Fragen. Ich kann Ihnen eines sagen zu meinem Freund Fatschi. Ich habe viele Kriegsverbrecher als meine Freunde. Einer heißt Jelan Koporic, der andere heißt Nikolaj Šajinović und einer heißt Hašim Fatschi. Ich sage Ihnen eines. Wenn Sie glauben, dass man in einer Kriegssituation, um wieder Frieden herzustellen, mit jenen, die dafür verantwortlich sind, nicht spricht, dann wird es den ewigen Krieg geben. Und es muss eben dann Leute geben, und das geht jetzt auf die zweite Frage Richtung Gewissen, was man mit bestem Wissen und Gewissen dazu beitragen kann, dass ein Krieg beendet wird. Ja? Das ist das Entscheidende. Und ich bin nicht der Meinung, dass ich jetzt hier über meine eigene Befindlichkeit reden muss. Ich glaube, jeder hat mit seiner eigenen Welt, mit seinen eigenen Dingen, die er tut oder nicht tut, wo er vielleicht einmal deppert oder als Arschloch sich verhalten hat oder irgendwas. Das kommt alles im Menschenleben vor. Ja? Im beruflichen Teil, kann ich Ihnen sagen, habe ich versucht, mein Bestes zu geben, weil ansonsten nichts erreichbar ist. Wenn die Dinge in Kosovo so weitergegangen sind und ich habe eine wirkliche Auseinandersetzung gehabt mit einem echt bösen Geist auf serbischer Seite und das war der damalige serbische Präsident Milutinovic, wo ich ihm gesagt habe, Herr Milutinovic, wir müssen schauen, dass wir hier einen Fortschritt machen, weil im Kosovo sterben serbische Soldaten. Da hat er gesagt, es ist mir völlig wurscht, das sind meine Soldaten. Und diesen Zynismus will ich nie sehen. Und ich habe andererseits Nikolaj Šajinović erlebt in Rambouillet, mit dem ich eine wirklich tiefe persönliche Beziehung entwickeln konnte. Der Mann hat 25 Jahre in Den Haag bekommen. Ich bin dort aufgetreten und habe Šajinović verteidigt. So viel möchte ich nur dazu sagen, wie querpeet, wie sich die sozusagen die Sympathien und Antipathien ziehen. Für mich ist das nie eine Qualifikation gewesen, ob der eine Serbe oder Kroate oder irgendwas ist. Ich habe unter meiner eigenen Minderheitenherkunft als Slowene in Südkärnten genug damit zu tun gehabt, mich gegen den Rassismus anderer zu wehren. Und ich habe aus dem Grund mir das zum Prinzip gemacht. Für mich gibt es Menschen und mir ist es egal, ob der Serbe oder Kroate oder irgendwas anderes ist. Das ist eine Einstellung, die man sich zurechtlegen muss. Ansonsten wird man auch beruflich in so schwierigen Situationen, wo es um Leben und Tod, Krieg oder Frieden geht, nicht zurechtkommen. Ja, mein Name ist Werner Murp, Abgeordneter Landtag Steiermark. Ich möchte vielleicht vorne wegschicken. Mir ist es ein bisschen zu kurz gekommen, wenn ich den Dr. Petritsch so zuhöre, dann erinnert mich das ein wenig an das Buch von dem australischen Historiker Clark, Die Schlafwandler. Wir sind so irgendwie in den Ersten Weltkrieg gestolpert und Sie haben es erzählt, haben die Verhandlungen nichts gebracht und letztlich hat die NATO eingreifen müssen. Klammer zu. Und da bin ich dem, und da kommt auch meine Frage dann darauf hinaus, da bin ich dem Hannes Hofbauer dankbar mit dem Beispiel von Spanien. Jemand, der die damalige Situation in Österreich
mit wachem politischen Auge verfolgt hat, wird ja sehen, dass wird bestätigen, dass Jugoslawien nicht, also das alte sozialistische Jugoslawien, nicht nur oder nicht in erster Linie an den inneren Widersprüchen zerbrochen ist, sondern dass es auch von außen mit einem Plan zerstört worden ist. Ich erinnere mich noch genau, Marković ist heute genannt worden, der wollte Jugoslawien erhalten. Ob das jetzt die Austeritätspolitik richtig oder falsch war, und die Briten haben das ähnlich gesehen. Während der deutsche Imperialismus hat bereits einen eigenen Plan gehabt und im Schlepptau Österreich, dass man eben Kroatien und Slowenien herausbricht. Und die Amerikaner haben das ähnlich gesehen mit dem Kosovo und mit Bosnien. Und die Bundesrepublik Jugoslawien war ein Faktor dagegen, der weder die eine noch die andere Seite hier mitspielen wollte, wollte einen souveränen, unabhängigen Staat aufrechterhalten. Und ich, jetzt meine Frage, warum, das hat mir irgendwie gefehlt bei Ihnen, Herr Dr. Petritsch, diese externen Faktoren herauszuarbeiten. Alois Mock, der damalige Außenminister, Hannes Hofbauer hat unseren Kohl zitiert, aber auch ich habe den Mock noch im Ohr, nicht, wenn geschossen wird, wird anerkannt. Und die Kroaten haben verstanden, was diese Empfehlung und Anführungszeichen von Mock bedeutet für sie. Und sie haben geschossen und das ist anerkannt worden. Also ich glaube, von dem kann man nicht abstrahieren. Man kann nicht so tun, danke, dass Jugoslawien importiert wird. Danke. Ich möchte dem Dr. Metlitsch folgende Frage, eine ähnliche Frage stellen, wie ich voriges Jahr dem Philipp Horta bei der Präsentation seines Buches Vogelkinder von Kabul gestellt habe. Und zwar die Frage hat gelautet, ob seine Berichte aufgrund von derzeitigen, also heutigen Wissen anderes wären als damals. Seine Antwort war, ja, meine Berichte wären anderes. Ein Journalist kann ein Missschreiben, aber ein Politiker macht es. Er hat zugegeben, dass er Mist geschrieben hat. Daher die Frage an Sie, wären aufgrund von heutiges Wissen Ihre Agieren anderes als damals? Ja. Okay. Also, Herr Petri, wir haben sehr viele Fragen. Aber von vielen Fragen steht in diese zwei Bücher. Ein Buch ist von Danica Marinković, Untersuchungsrichter in Kosovo. Da ist alles, sie waren zu dem Zeitpunkt als Botschafter und dann als Beauftragter der EU. Über Račak, über Klečka. Klečka zum Beispiel, das war im Sommer, haben es 43 Serben, Kinder, also Zivilisten, abgeführt zu UČK, ermordet, in eine Krečana geworfen, und sie waren sozusagen der Repräsentant der EU. Zu dem Zeitpunkt war UČK terroristische Organisation. Zu derselben Zeit war ich hier in Wien, unter anderem auch Mitglied der österreichischen Nationalkomitee für Menschenrechte. Und hat man im August bekommen, einen Auftrag, Stellungnahme zu Kosovo zu machen. Und wo haben wir dann zum Teppich Tatsache geführt, wo Amnesty International war voll mit sozusagen Angriff auf Jugoslawien vorbereitet. Bitte noch die Frage ist, ich schenke Ihnen diese zwei Bücher, eine von Danica Marinković, dort stehen sehr viele Fragen drauf. Das wäre Sie kennen die Dame. Und ich schenke Ihnen auch
Wiener Tribunal mit von Ramsey Clark unterstützt und von uns organisiert, wo unter anderem sie auch als